Ja? Also denke ich mir. So schnell wie möglich alles abmelken, bevor der Käufer merkt, oh, so doll ist das Spiel ja doch nicht. Weißt du? Dann holst du dir die Special Gold Hyper Platin Edition, weil da alles mit drin ist und stellst dann fest, dass das Spiel eigentlich absolute Kacke ist. Aber es gibt doch genug Entwickler, die zeigen, wie es richtig läuft. City Skylines ist wie alt? Jetzt 3 Jahre? 4 Jahre? 4 Jahre? 5 Jahre? Das Spiel hat regelmäßig DLC bekommen für 15 Euro, 10 bis 15 Euro, so Pi mal Daumen, ne? Und das Spiel ist grandios. Das ist super. Und hat über die Zeit halt so im Jahr, weiß ich nicht, 2, 3 DLCs bekommen. Und das hat das Spiel gut erweitert und macht auch halt voll Bock. Also das heißt, du kannst ja mit einem Release, was du machst, trotzdem immer noch langzeitmäßig über Jahre hinweg Kohle machen. Und ich glaube nicht, dass die mit dem Spiel wenig Kohle verdient haben. Die haben es auch für Konsolen rausgebracht, jetzt für die Switch, für die Xbox, für die PlayStation. Und da haben sie dann auch nochmal die DLCs für veröffentlicht. Also ich weiß, Paradox hat immer tausende DLCs bei seinen Spielen, aber die sind halt zum großen Teil auch echt gut. Ja. Auch wenn die es bei manchen echt übertreiben mit ihren DLC-Scheiß, beim Train Simulator zum Beispiel oder so, aber... Munition alle. Naja. Hast du schon mal rausgefunden, wie du... Achso, ich habe gerade rausgefunden, wie man es macht. Aber die Community hat es auch in der Hand, ne? Also, es kann sich ja auch was verändern. Also, die massive Kritik zum Beispiel an Fallout 76 hat ja dazu geführt, dass die neuen DLCs, die im Store veröffentlicht werden, also diese kosmetischen Items, einfach wesentlich günstiger in den Store kommen. Und dann keine 16 Euro mehr kosten, sondern du die durchaus mit in-game verdienter Währung dir holen kannst, weißt du? Ja. Also Kritik bringt immer was. Also man Schnauze halten ist die schlechteste Option. Man muss echt auch... Klar kann man es boykottieren, wenn man es nicht kauft, aber wenn man es dann gekauft hat, weil man trotzdem Bock drauf hatte, dann trotzdem Schnauze aufmachen, weil sonst ändert sich nichts. Nee, deswegen ist es ja auch richtig, in meinen Augen, dass man auch bei Epic Games so auf die Finger schaut. Weil ich meine, es muss doch irgendwo aufgezeigt werden. Sicherlich, das wird so viele jetzt nicht abschrecken. Steht außer Frage. Oder es wird doch viele abschrecken, aber viele sagen sich auch, ich kaufe das aufgrund des Spiels und nicht der Plattform, wo es erscheint. Aber also ich hätte schon Bock auf ein Metro, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das würde ich mir nicht für den PC holen. Wenn, dann würde ich es mir nur für die Box holen. Wir hatten nichts mehr vom Black 4 gehört. Ja. Wir würden entweder auf Leichen. Wobei, ich meine, halt beim Shooter. Die Wahl. Du könnt einen Hinterhalt. Ja, es ist Shooter und Controller. Wobei, man müsste dann probieren, ob es nicht dann doch bei der Xbox mit Maus und Tastatursteuerung geht. Weißt du? Einfach anstöpseln per USB und gucken, ob es läuft. Ja, aber ohne Scheiß. Diese Multiplattform-Shooter, die sind doch alle auf Konsolen ausgelegt. Da ist es doch total Wumpe, ob du am PC spielst oder meinst du nicht? Es geht ja um die Steuerung. Wenn die jetzt im Default nur den Controller haben, bin ich natürlich bei einem Shooter im Allgemeinen ein bisschen gehandicapt. Es ist einfach in der Natur der Sache hier. Ja, okay. Ja. Ihr, verteidigt diesen Raum. Da draußen ist was Großes. Ach. Weißt du eigentlich, worum es geht aktuell? Ich hab's nicht mitbekommen. Nee, ich überlege aber gerade, dass dieses Spiel richtig scheiße ist. Ja, das ist so kurzepisodenhaft immer so, die Abschnitte, weißt du? Ja, du spielst hier im Prinzip immer verschiedene Arenen. Das ist doch wie, als hättest du einen Multiplayer-Modus in eine Kampagne gegossen, oder? Ja. Guck mal, jetzt muss ich hier bereit drücken. Was hat das denn mit einer richtigen Kampagne zu tun? Oder hier sind doch Waffen. Ich stelle jetzt gerade hier Waffen auf. Nee, aber du musst hier... Ja nur bereit, das? Wenn du die Welle schon vorher beenden willst. Ja, aber das ist doch Kacke.
Also, ich weiß nicht. Da bin ich, finde ich nicht gut. Also hier sieht es aktuell wirklich so aus, als ob die versucht haben, unterschiedlichste hier so Tower Defense und so unterschiedlichste Spielmodis zusammenzukloppen, um wahrscheinlich das Spiel oder den Inhalt des Spiels ein bisschen zu strecken. Verstehst du, was ich meine? So wirkt es jedenfalls. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Wenn man doch die Story erzählen will, 15 Jahre bevor das Ganze angefangen hat, dann kann man das doch auf eine richtig schön geile Art und Weise machen. Ja, aber das hier... So, das ich mach mal rein. Das sind doch irgendwelche Arenen, einfach nur aneinander gefügt. Und von der Story habe ich bis jetzt auch wieder nichts mitbekommen. Warum? Herr im Himmel. Boah. Die Grafik ist auch kacke. Oh, Waffe wieder. Alter. Oh, eine andere Waffe hier. So. Also ich freue mich schon auf Crackdown 3. Das müssen wir unbedingt dann mal zusammen ausprobieren. Weißt du, es wird was, ja? Ich weiß nicht. Aber ich meine, es ist eh for free. Also for free ja nicht, aber es ist ja, ja ein Game Pass. Ist, genau. Und da kann man ja eher schon mal sagen, man guckt es an. Meine Schuld. Okay, du lädst nach, sehr gut. Ja, das nächste von Microsoft wird dann Halo sein, ne? Was ist das neue Halo? Sonst ist da ja auch nicht viel in der Pipeline. Aua! Zurück an die Arbeit! Ich brauch das Ding! Wohin zielst du, Idiot? So, noch eine Waffe aufstellen. Schon durch. Was ich ziemlich geil fand, ist, dass Microsoft gesagt hat, sie wollen Xbox Live auf iOS, Android und Nintendo Switch bringen, ne? Hm. Ja, ich glaube, das wird dann aber eher so auch der Punkt, der Counterpart zu Steam. Der aber vielleicht auch sinnvoll ist. Der auch sinnvoll ist. Also auf jeden Fall, die haben ja die ersten Multiplattform-Geschichten haben die ja schon gemacht. Also Minecraft... wenn du auf Android bzw. auf der Nintendo Switch Minecraft spielst, kannst du dann deinen Spielstand auf der Xbox weiterzocken oder auf dem PC. Ne? Mhm. Also das ist dann mit Cloud-Speicher. Also der speichert deinen Spielstand in der Cloud und dann, sobald du dich mit Xbox Live dann auf der anderen Plattform verbunden hast, lädt er deinen Spielstand wieder runter und du kannst einfach weiterzocken. Und das wollen die jetzt... wollen sie jetzt noch mehr machen, also außer auf der PlayStation 4, aber auf allen anderen Plattformen machen sie es oder wollen sie es jetzt machen? Also da ging irgendwie schon an die Entwickler, ging schon so ein Toolkit raus und die können jetzt damit arbeiten. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, ja? Okay, super. Ja, also ich denke mal, das wäre auch der richtige, einzige Weg, eine alternative Plattform für als Konkurrenz zu Steam aufzubauen. Ich glaube, das ist auch das Ziel letztendlich, weißt du? So sukzessive zu sagen, guck mal, wir haben hier etwas, erstens haben wir die Tools, ich sag bloß NetFramework und Co. Wir haben die Tools, um euch eine zentrale Entwicklungsplattform für eure Games zu liefern, die eine nahezu riesige oder die Grundlage schaffen kann für eine riesengroße Plattform Unabhängigkeit. Also es ist egal, wo ihr entwickelt, ob ihr auf Android entwickelt oder auf iOS entwickelt oder ob ihr unter Windows oder macOS entwickelt oder Linux sogar. Wir haben die Tools dazu, dass ihr eure Anwendung nur punktuell anpassen müsst, damit sie grafischmäßig auf den Zielplattformen nachher laufen. Ja? Und ich denke mal, das Ding ist es auch gut gewählt, wenn sie das richtig durchziehen. Wir
gefällt das nicht. Ja, die haben ja sowieso ein heißes Eisen im Feuer, wenn die das Cloud Gaming tatsächlich so pushen, wie sie es vorhaben, auf allen Plattformen. Und wenn dann Xbox quasi auf iOS, Android, auf Nintendo Switch, auf der normalen Xbox und auf PC läuft, hast du auf all diesen Plattformen alle Spiele, die unter dem Xbox-Label laufen, verfügbar. Das ist der Oberhammer. Du kannst, egal wo du bist, kannst du deine Xbox-Spiele spielen. Damit könnten die innerhalb einer Generation Sony an der Wand nageln. Deswegen sind die jetzt so ein bisschen panisch und versuchen, ich habe das gelesen heute, irgendwie Patent für Abwärtskompatibilität bezüglich PlayStation 5 ist jetzt so im Raum. Ich glaube, dass Sony das auch merkt, dass da Microsoft was Großes am Start hat. Und allein schon, dass sie die ganzen Entwicklerstudios gebündelt haben, ja, das kann richtig spannend werden, die nächsten zwei, drei Jahre. Ich meine, Sony ist zwar vor beim Game-Streaming durch das PS Now. So. Aber das ist scheiße. Ja, wegen der 27p-Geschichte. Das ist allgemein, weil es stiefmütterlich behandelt wird. Sowas hat Microsoft noch nicht in der Wache. Aber Microsoft hat die Ressourcen. Auf der anderen Seite genau ein Gegenstück zu machen. Die haben's, die bringen's jetzt raus. Die haben das Streaming, die haben's schon intern getestet, die haben die Server schon ready. Die haben tatsächlich, also die haben die Kohle dafür und die wollen das auch. Die haben Bock darauf und ich glaube, das wird's auch sein. Du wirst dann auf jeder Plattform, die können damit Sony echt platt machen. Also was heißt platt machen? Aber auf jeden Fall sind die damit vorne. Ja. Ich glaube, das kann echt spannend werden. Das bringt wieder so ein bisschen... Das bringt auch wieder ein bisschen Wettbewerb rein. Aber dann müssen sie noch die Entwickler kaschieren, dass er wieder ein bisschen auf Zugpferd aufspringen, weißt du? Man hat so, hast ja letztens mir ein Foto geschickt, man hat so das Gefühl, dass Spiele doch eher stiefmütterlich existieren, auf dem Markt sind für die Xbox. Rein jetzt, was die Regalbildung und die Regalauslage betrifft. Stimmt. Aber das war auch echt extrem, weil das war so ein kleiner Elektronikladen. Die haben jetzt nicht so den Fokus auf, die haben wirklich sehr, sehr viel PlayStation 4. Aber so ähnlich ist es halt auch überall. Ne? Es ist halt die meistverkaufte Konsole. Oh, was ist das denn? Och nee, nicht schon wieder diese Vieh, ey. Boah, ich hasse es. Wohin zielst du, Idiot? Ah, schon tot. Stopp. Ja, aber sie haben ja trotzdem die Kohle. Also Microsoft hat unfassbar viel Geld. Die können sich das erlauben. Und die haben ja mit der Xbox One X gezeigt, dass sie es drauf haben. Microsoft macht schon seit jeher exzellente Hardware. Und ich glaube, auch in der nächsten Generation werden die wieder eine Premium-Konsole auf den Markt bringen. Das haben sie auch gesagt, wollen sie machen. Und das heißt, es wird ja nicht nur auf Cloud-Gaming hinauslaufen, es wird auch weiterhin Download-Spiele geben und so, ne? Aber so als zusätzlichen Dienst, ne? Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Bett und will das hier jetzt weiter zocken mit dir, dann nehme ich meine Switch, starte die Xbox-App und zocke mit dir einfach im Bett weiter. Ich meine, ich wollte schon... Ne? Immer mal im Bett mit mir zocken, ist klar. Ja. Ne? Aber wie geil ist das denn? Das ist doch eine perfekte... Wenn Nintendo da mitmacht, dann können die was richtig Geiles aufziehen. Ich glaube, das könnte was werden. Aber da muss Nintendo halt sich auch öffnen da an der Stelle. Ich meine, ich finde es gut, dass man drei Player hat auf dem Markt, was die Konsolen betrifft. Das finde ich auch gut. Weil ich glaube, hätte Nintendo nicht so ein Alleinstellungsmerkmal mit seiner Konsole, wäre die schon längst weg. Als Entwickler. Die wären schon längst weg. Weil es nämlich keiner kaufen würde. Aber die hätten den Sega-Weg gemacht. Ja. Wahrscheinlich. Boah. Wir hatten gleich die glorreiche Idee, nicht alle Eier zu zerstören. Boah, ist das eine Kacke. Wo bist du überhaupt? Ich hab hier diesen scheiß Käfer vor mir. Nee, also ich will jetzt nicht, dass Nintendo verschwindet oder so. Nein, Gott bewahre. Als zusätzlichen Service. Aua.
als zusätzliche Aua. App, die drauf ist. Du brauchst natürlich dann wahrscheinlich ein Abo oder irgendwas dafür. Oh. Nintendo soll ja auch seinen Anteil daran haben, ist ja okay. Du, ich habe keine Munition mehr. Ich fände das cool. Ich fände das cool. Ja, ja. Oh, Chicky, Hilfe. Ich habe keine Munition mehr, ich kann nicht schießen. Wo bist du denn? Wir haben den härtesten Schwierigkeitsgrad genommen. Ich häng fest, jetzt kommen Bomben. Ich bin tot. Was? Ich bin echt tot? Nee. Mist. Oh. Ich hatte echt keine Munition mehr. Ich musste mich bloß noch abrollen. Oder was musste? Ich konnte. Oh Gott, nee, ne? Alles nochmal. Falls du mehr über die Lage da oben wissen solltest. Nicht das rote Ding machen. Oh. Nein, ablehnen. Ja, ich mach's ja schon. Ist ja weg. Aber damit kriegen wir mehr Story. Scheiß drauf. Irgendeine Spur von den Onyx? Die sind hier wahrscheinlich nur durchgehetzt. So. Alter, habt ihr das gehört? Nö. Da ist er. Guck mal, da kommt nur einer. Uah. Ja, hier an der Stelle kommt nur einer. Von hinten an, da sehen sie verwundbar aus. Mann, ich dachte, die Maden gehen auf zwei Beinen wie normale Leute. Ich hab ja auch voll, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, voll den Hass so abgekriegt, weil ich EA kritisiert habe für das Origin Access. Ach so. Für den Abo-Service habe ich voll den Hate auf YouTube bekommen. Ach. Aber ich habe recht, ich habe ja einfach recht. Es ist einfach so. Das ist ja kein... Die haben ja nicht das Gute für die Menschen im Blick, wenn sie diesen Service rausbringen. Nein, die wollen, dass man sich daran bindet, um dann solche Services zu verkaufen. Hey, du kriegst eine Woche vorher Zugriff, kauf unseren Service, juhu. Und dann kommt das nächste, dann kommen die nächsten DLCs, dann kommt das nächste, was du bezahlen musst. Du zahlst 60 Euro für ein Game oder holst dir so ein Abo und bindest dich dann an die Services von Electronic Arts. Und dann hast du nicht nur ein Netflix-Abo, hast nicht nur das scheiß Prime-Abo, dann hast du noch ein EA-Abo und dann hast du vielleicht noch ein Season-Pass-Abo. Wo hört das denn auf? Früher hast du dir das Zeug gekauft und es war alles fertig, es war alles da. Alles inclusive. Und was ist jetzt? Das ist doch nicht richtig. Das ist nicht okay. Ja, aber ich meine, auf der einen Seite muss man, wenn man EA kritisiert, muss man Microsoft genauso kritisieren durch den Game Pass. Oder Sony durch ihr anderes Dings da, wisst ihr? Bleibt ja nicht außen vor. Machen ja alle den Weg. Leider machen alle den Weg. Ja, wobei beim Game Pass kriege ich ja die Spiele als Mietmodell, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, aber das musst du doch differenzieren. Wenn ich FIFA über Origin Access Premier bekomme, dann habe ich ja trotzdem immer noch die Microtransactions drin. Die sind ja immer noch drin. Ich habe jetzt hier noch kein Spiel gesehen. Gibt es hier ein Spiel direkt von Microsoft, was diese Art von Monetarisierung hat? Ich glaube nicht. Nein, das ist bis jetzt immer nur bei zum Beispiel Titeln wie EA gewesen. Ich sag bloß, wie hieß das Spiel? Mit der... Keine Money mehr. Ach, geht's dir genauso. Mit dem, was wir auch zusammengespielt haben. Micropayment und Co. Dead Space? Genau, zum Beispiel. Da war da sowas. Als wären normale Maden nicht schon ätzend. Ja, aber du holst dir das über dieses Access Premier. Ja. Da hast du die monatlichen Kosten. Dann würdest du auch Anthem bekommen. Und dieses Microtransactions, die Micropayment oder Lootboxen, die sind ja trotzdem drin. Die sind ja nicht weg. Und EA muss ja auch irgendwie Kohle machen. Durch die paar Euro, die du da bezahlst für den Service, decken die ja nicht ihre Kosten. Sondern die wollen, dass du noch mehr Geld ausgibst. Und denen reicht nicht, wenn du die 50, 60 Euro allein für das Spiel ausgibst. Das reicht einfach nicht. Das ist nicht genug. Sonst wäre ja auch in FIFA... Einfach, also du zahlst es ja genauso.
Ja, du zahlst bloß ein bisschen weniger im Vorab-Erwerb und das war's. Was mit zwei Beinen schießen. Ja, und das ist eine Milchmädchenrechnung, weil du am Ende ja nicht weniger bezahlst. Sie wollen ja, dass du mehr Geld ausgibst und nicht weniger. Das ist ja kein Wohltätigkeitsverein. Was nee, das kapieren Aktien, die Leute einfach aktiendotiertes nicht. Unternehmen. Das kapieren sie nicht. Durch diesen einmaligen Vorteil, vielleicht dadurch, dass man am Anfang ein bisschen weniger bezahlt, am Ende wollen die nicht weniger Geld verdienen. Das ist einfach so. Sie binden... Letztendlich wollen alle das Geld haben, aber es kommt auf die Art und Weise, wie sie das Geld von dir abpressen. Ob eben halt über solche Sachen, über Schummeleien oder eben halt, dass dann eine falsche Rechnung aufgestellt wird und. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, ja. Ja, es nervt mich. Irgendwie. Was haben wir jetzt hier gemacht? Wo sind wir jetzt? Museum. Wir hörten Stimmen durch den Funk. Nicht sehr deutlich. Wenn wir es nach oben schaffen würden, wären wir wieder online. Ich sag ja, wir spielen jetzt komplett den Kram nach. Jeden einzelnen Schuss diskutiert. Ah, nee, mach ich nicht, ne? Das. Slugger Duck haben wir hier noch. Oh, komm schon. Wir haben hier wieder ein offenes Spiel, Firefox. Nee, oder? Hast du gesehen? Ja, doch. Ist wieder irgendein Typ dabei. Meins! Ist ja auch egal. Nee, also bei mir ist hier keiner. Doch, Slugger Duck heißt der. Ach so? So, wo geht's jetzt hier raus? Müssen wir jetzt hier warten, bis irgendwo eine Tür aufgeht? Oder wird es jetzt hier los? Keine Ahnung. Ja, Tür geht auf. Ich konnte nichts sehen. Oh Gott. Ich konnte kaum atmen. Und dann kamen die Maden. Immer näher. So, Entwicker. Das sieht jetzt wiederum ziemlich geil aus. Idiot. Ja, letztendlich ist das auch bloß eine Performance-Verbesserung. Oh, hier ist es kaputt. Oh. Aber es sieht irgendwie geil aus. Danke, gut gemacht. Also hier sieht man jetzt quasi 360-Grafik ohne Xbox One-Verbesserung. Alter! Ich sehe echt überhaupt nichts gerade. Keine Sorge, bin direkt hinter dir. Oh, ich nehme mal jemanden mit hier. Oh, das ist für mich. Das war ich. Zerquetscht. Ich sehe echt nichts hier. Hast du denn auch ein PlayStation Dix-Abo? Musst du ja auch haben, ne? Also ich habe ein PlayStation-Abo, ja. Wobei mich bisher die Spiele nicht so vom Hocker gehauen haben, bis auf die ein oder andere Ausnahme. Der Rest der Spiele, die musste ich mir trotzdem kaufen. Oh, ich bin tot. Hilfe, Hilfe. Danke. Wo bist du? Ja, ich wurde schon wieder belebt. Danke. Oh. Ja, aber das ist doch bei PlayStation Plus ja nie so gewesen, dass jedes Play, also von Sony, jedes Spiel in diesem PlayStation Plus drin war, ne? Wie ich mich erinnere, gab es ja immer so ausgewählte Spiele in PlayStation Plus. Ja, das was mich am meisten ärgert, ist halt, dass die Sachen in PlayStation Plus mir dann nicht gehören. Verstehst du, was ich meine? Ich bezahle jetzt monatlich das Abo und hätte ja dann erwartet, dass die Spiele dann trotzdem permanent in meiner Bibliothek bleiben. Ja gut, das ist ja beim Game Pass auch nicht so, ne? Nee, ist richtig, aber bei den anderen Modi ist es sehr wohl so. Bei Gold. Genau.
Wenn, wenn ich zu dem Zeitpunkt Gold habe und dann das Spiel genommen habe, also hier abonniert habe, ne? Und es dann in meiner Bibliothek ist, ist es in meiner Bibliothek. Und das ist bei anderen Sachen genauso. Also bei Humble zum Beispiel ist es genauso. Ich bezahle ein Abo und habe das Spiel dann nachher permanent. Ist das bei Xbox Gold tatsächlich so? Ich habe sie permanent, ja. Auch wenn du kein Abo mehr hast danach? Ja, weil sie nämlich meiner Bibliothek hinzugefügt werden. Ich hatte nämlich eine ganze Zeit lang kein Xbox-Abo, weil ich ja gar nicht mehr gespielt habe, bevor ich die One geholt habe. Tja, und, wir geben am besten eine Zentrale über das hier Bescheid. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Also ich die dachte, sind dann permanent. Nur solange du das Abo hast. Nein, die sind permanent. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn du den Game Pass hast, dann also Microsoft sagt ja, jedes First-Party-Spiel wird permanent im Game Pass sein. Also es kommt, also Halo zum Beispiel, das Neue kommt in den Game Pass kostenlos, also kostenlos in Anführungsstrichen. Und bleibt da auch. Ja. Also nicht die anderen Spiele, die können auch wieder rausgehen von anderen Entwicklern, aber die First-Party-Titel bleiben permanent. Das ist natürlich klar immer noch blöd, letztendlich, weil sie denen nicht wirklich gehören, ne? Aber ist schon was anderes als sie werden, weiß ich nicht, irgendwann wieder entfernt oder keine Ahnung. Ich finde das Modell eigentlich ganz okay. Was ist mit der Leichtmassenrakete? Auch wenn es wirklich nur Leasen ist, ne? Wenn du keinen Game Pass mehr hast, dann ist es ja weg. Ja, aber guter Tipp. Dann werde ich mir tatsächlich die ganzen Gold-Sachen auch mal sichern immer. Aber eben halt immer nur zu dem Zeitpunkt, wo du das, den Gold-Pass hast, ne? Ja, okay. Das heißt, wenn es verbraucht ist, also schon abgelaufen, kannst du nicht rückwirkend die Spiele dann holen. Das ist ja halt der Punkt dann. Also die sind nicht dauerhaft im Gold Pass, sondern sind nur zu dem Zeitpunkt, wo sie angeboten werden und du den Gold Pass hast, kannst du sie dann für 0 Euro kaufen. Es gibt eine hier in Hellwood. Dann sind sie in deiner Bibliothek. Ja, Professor Elliot, ich habe in seinem Labor an LeCroix gearbeitet. Während der Game Pass nicht in deiner Bibliothek bleibt. Okay. Ihre Energie aus veredelter Emulsion. Okay. Der Emulsion, desto größer der Bums. Das passiert bei so einem Bums. Wie nah. Ach, das war jetzt echt lustig. Na genug. Das Ding würde die ganze Stadt abfackeln. Unsere hat wenig Sprengkraft. Nach dem Hammer der Morgenröte hat Elliot die Arbeit eingestellt. Wie wenig Sprengkraft? Baird, Lieutenant. Um das Ding abzufeuern, muss man den Peilsender und die Startcodes haben. Die Rakete persönlich vor Ort. Was ist denn im Moment im Gold? Während hier die Story läuft, kann man ja mal nachgucken. Ich muss mal Untertitel anschalten, damit die Leute dann noch was mitbekommen vom Dialog. Ja, ich hab sie drin. Ich leider nicht. Also Bloodstained, Curse of the Moon, WRC 64, World Rally Championship und Assassin's Creed Rogue. Das ist da aber nur das erste. Das Rally. Das ist auch das, nur das ja, erste. Das der erste Teil vom Monat, dann kommt ja noch der zweite Teil vom Monat nochmal eine kleine Salve. Das stimmt. Ob das jetzt immer die Top-Spiele sind, ist erstmal egal, aber es sind Spiele. Nee. Aber du kriegst natürlich auch immer gute Rabatte, ne? Also ich finde, die Rabatte sind schon teilweise echt gut. Irgendwie soll auch Forza 7 jetzt in Game Pass kommen, habe ich gehört. Ist es nicht schon? Ich hab's doch auf dem PC. Hier ist ein Gerücht, irgendwas mit Forza. Forza 7 ist, glaube ich, nicht im Game Pass. Ich hab definitiv Forza nicht gekauft und habe es. Ja, du hast Horizon. Du hast Horizon. Ach so, was ist denn, ist da ein Unterschied? So. Ja. Okay, jetzt kommt ihre Story. Ich bin Kadett der Akademie. Die hat aber komische Augen, sehen, oder? Standard. Nach meinen Freunden sehen. Nee. Das ist nicht im Game Pass.